Sieht aus wie immer, ist aber nicht ganz so wie immer. Das sind nämlich Skilangläufer mit Handicap. Tja, gar nicht so leicht zu erkennen. Zum ersten Mal in der Geschichte von Jugend trainiert für Olympia und Jugend trainiert für Paralympics treten auch geistig und sehbehinderte Athleten beim Winterfinale an. Und das ist doch nun mal wirklich eine echt tolle Sache. Das gemeinsame Zusammenleben, ich denke, das ist sehr gut. Vor allem wird dann die ganze Veranstaltung größer, man kommt sich näher, man hat Spaß miteinander und ich denke, das ist einfach sehr wichtig. Zweiter Wettkampftag und das heißt nun, nach den Einzelrennen gestern stehen heute die abschließenden Staffeln auf dem Programm. Spannung pur ist also schon mal garantiert. Die seh- und geistig behinderten Sportler gehen zwar zusammen auf die 2,5 Kilometer lange Strecke, werden aber getrennt gewertet. Zu Beginn ist auch noch kein großer Unterschied zu erkennen, aber schon am ersten Anstieg kann sich der geistig behinderte Robert Pavalen mit der Nummer 110.1 absetzen. Wie ein Profi durchläuft der bayerische Schüler den Parcours mit einer runden Bestzeit von 9 Minuten 11,87 Sekunden und schickt seinen Teamkollegen so mit einem guten Vorsprung ins Rennen. Und den können sie am Ende sogar in einen Sieg umwandeln. Damit gewinnt Bayern die Staffel der geistig behinderten Langläufer. Boah, ich bin sehr glücklich, weil wir hatten davor, war lang wir hinten, haben wir schon an uns geglaubt und haben es heute geschafft. Ich bin sehr glücklich. Ich denke, der Knackpunkt war heute, dass wir die Strecke vor den anderen uns heute mal angeschaut haben und die Schüler genau wussten, wie sie sich einteilen mussten. Dass sie nicht sofort alles geben, sondern sich noch immer wieder auch in den Abfahrten erholen und so, das war heute das Erfolgsrezept. Für großen Ansporn sorgt natürlich auch immer hohe Prominenz. Na klar, Michael Greiß, dreifacher Goldmedaillengewinner im Biathlon von Turin, schaut den Nachwuchsathleten in seiner Heimatstadt gerne zu. Ja, also ist natürlich jetzt für mich schwierig einzuschätzen. Bei mir damals war es so, das ist ja schon lange her, ich habe mich gefreut auf solche Wettkämpfe. Da ist natürlich Olympia, ist natürlich noch relativ weit weg, aber der DSV engagiert sich jetzt auch verstärkt hier. Die Schüler und Schülerinnen sollten irgendwann mal auch dann die Top-Athleten werden. Top motiviert gehen auch die Langläufer der Mix-Team-Staffel Wettkampfklasse 4 ins Rennen. Jeweils zwei Mädchen und zwei Jungen verschiedener Jahrgänge kämpfen hier zusammen um den Sieg. Die Favoriten, klar, natürlich die Schneeländer und die gehen auch auf den ersten Runden in Führung. Hier in Form von Amelie Werle. Sie kommt aus dem Gymnasium Titisee-Neustadt. Doch Amelie weiß, wie schnell kleine Patzer eine solche Führung kippen lassen können. Also am Anfang war es ganz okay und da waren wir auch noch ziemlich gut dabei und dann ist einer meiner Freundinnen in den Weg reingefahren und jetzt sind wir Fünfter. Schade, schade, aber Platz 5 in der Mix-Staffel beschert den Schülern von Titisee-Neustadt in der Gesamtwertung dann sogar noch Bronze. Herzlichen Glückwunsch. Gold sichert sich am Ende des Tages das Chiemgau-Gymnasium Traunstein und Silber geht an die Upland-Schule Willingen. Auch Ihnen allerherzlichsten Glückwunsch. Skilanglauf beim Winterfinale 2015, ein Vorzeigebeispiel für gelungene Inklusion. Diese Premiere macht wirklich Lust auf mehr.